Jetzt gerade zum Anfang fände ich es richtig schön, wenn ich ein paar Gesichter sehen würde. Sind auch nicht nur weibliche Personen dabei, ist auch interessant. Ich hoffe, ihr könnt mich alle gut hören. Vielleicht könnt ihr mir einen Daumen hoch in die Kamera geben oder so. Dann, ja, super. Das Thema Hormone. Die Präsi ist ganz bewusst sehr schlicht gehalten, weil manchmal können einen ja die Infos auf dem Bild auch ein bisschen erschlagen. Nehmt es mir nicht übel, wenn ich ab und zu auf meinen Spickzettel gucke, weil ja, dass ich nicht das alles auswendig gelernt habe. Genau. Also kommen wir erstmal dazu. Was sind Hormone überhaupt? Ich denke oder gehe davon aus, dass jeder von euch schon einen Bezug dazu hat und das Wort definitiv schon gehört hat, vielleicht sich auch schon ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt hat und hat sich vielleicht auch schon Gedanken gemacht oder vielleicht habt ihr auch noch gar keine Berührungen damit gehabt. Auf jeden Fall ist es so, dass Hormone im Körper gebildet werden. Ihr kennt natürlich weibliche Hormone, männliche Hormone, dann gibt es die Geschlechtshormone. Es ist natürlich auch so, dass vorwiegend man Hormone jetzt im Bereich der Geschlechtshormone kennt, natürlich aber auch von der Schilddrüse. Und es ist so, dass vorwiegend die Sexualhormone oder auch die Fruchtbarkeit damit in Verbindung gebracht werden. Nun soll es ja heute um die weiblichen Hormone gehen. Und da gibt es zwei der wichtigsten Hormone, wo ihr vielleicht die Worte auch schon mal gehört habt, das ist das Östrogen und das Progesteron. Die sollten eigentlich in Harmonie unterwegs sein und oft ist es aber so, wenn wir typische Beschwerden haben, dann ist das Gleichgewicht nicht mehr vorhanden. Die Hormone, sie werden in den Eierstöcken der Frau produziert. Es gibt 30 bekannte Östrogene, aber auf die werde ich nicht alle eingehen. Es gibt da die drei wichtigsten für diejenigen, die die Worte vielleicht interessant finden. Das ist das Östradiol, das Estron und das Östriol. Aber nicht nur in den Eierstöcken werden diese Östrogene gebildet, sondern zum Beispiel auch in der Unterhaut, im Unterhautfettgewebe und auch in den Nebennierenrinden. Vielleicht ist das für den einen oder anderen das Unterhautfettgewebe hier vielleicht ein bisschen interessanter, weil es ist oft so, dass Frauen, die vielleicht an Übergewicht leiden oder auch wirklich stark adipös sind, da ist es leider fast immer der Fall, dass eine Östrogendominanz vorhanden ist, weil das Fettgewebe sozusagen nochmal zusätzlich Östrogene produziert und sie somit oft im Überschuss sind und das schon zu Problemen führt. Grundsätzlich sind unsere Hormone chemische Botenstoffe in unserem Körper. Das heißt, sie haben Aufgaben, sie übermitteln Informationen, regulieren ganz viele Vorgänge bei uns, zum Beispiel den Stoffwechsel oder auch die Atmung, den Salzwasserhaushalt, natürlich die Sexualfunktionen und auch die Schwangerschaft. Also die Hormone sind Dinge, die bei uns ständig im Wechsel auch sind. Sie werden abgebaut und es werden wieder neue gebildet. Und Hormone gelangen über die Blutbahn zu dem Bestimmungsort. Es ist so, zum Beispiel gibt es das Pregnenolon, das ist das Ausgangshormon, das ist im Grundsatz ganz neutral. Also das ist erstmal wie so, wenn ihr euch vorstellt, ihr backt Kuchen. Dafür braucht ihr eigentlich fast immer Mehl. Für einen ganz gesunden Kuchen nicht, aber Mehl ist die Grundsubstanz, sagen wir jetzt mal. Und das ist unser Pregnenolon. Und wenn ihr dann natürlich kommen die einzelnen Zutaten dazu und dann bestimmt ihr, ob daraus jetzt ein Kuchen wird oder eine Pizza oder ja, keine Ahnung, irgendwelche Schnecken. Jedenfalls ist es so, das ist unser Grundhormon. Und daraus werden mit den jeweiligen Zutaten Hormone für bestimmte Bereiche. Genau. Es ist so, um leben zu können und funktionieren zu können, ich gehe jetzt mal ein bisschen zurück,
Da erinnert ihr euch vielleicht an das Gesundheitskonzept. Die Grundlage all dieser ganzen Funktionen ist wieder die kleine Zelle. Wenn ihr euch noch daran erinnert oder das noch nie gehört habt, 10 hoch 40 Zellen befinden sich in unserem Körper. Und das ist eine Zahl, die wir uns nicht vorstellen können. Und gleichzeitig ist es wieder die kleinste Ursache oder auch das kleinste Teilchen, wo unser Leben beginnt. Und in dieser kleinen Zelle gibt es wieder die Mitochondrien. Auf die möchte ich ein bisschen mehr eingehen, weil die Mitochondrien, das sind unsere kleinen Zellkraftwerke, die in unserer Zelle dabei sind. Und Hormonsynthese beginnt in den Zellen. Ich habe dazu ein paar Zahlen, die mich echt geflasht haben, weil es ist einfach so, dass zum Beispiel in einer kleinen Zelle pro Sekunde 100.000 Stoffwechselfunktionen und Vorgänge passieren. Und wenn ihr euch überlegt, wie mini, mini klein eine Zelle ist, dann ist das schon, also es ist einfach ein Wunder für mich. Und diese Mitochondrien, die sind in unseren Zellen und die sind da, um natürlich nicht nur Energie zu produzieren, sondern sie sind natürlich auch dafür da, dass das Ausgangshormon produziert wird und natürlich auch die Hämsynthese. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Das ist das Hämoglobin. Muss ich gerade mal gucken, wie ich das aufgeschrieben habe. Genau, und das Hämoglobin ist ja eins der wichtigsten kleinen muss ich mich gerade mal ein bisschen zurechtfinden, das wichtigste Molekül in den roten, im roten Blutfarbstoff, genau. Und die Mitochondrien, diese sind dafür da, dass es synthetisiert wird, dass Energie hergestellt wird und natürlich auch die Hormonsynthese passiert. Wenn ihr euch jetzt vorstellt, dass in einer Muskelzelle 1500 Mitochondrien in einer Muskelzelle vorhanden sind und Mitochondrien, die können mitwachsen, das heißt, Muskeln können wachsen, sie bauen sich auf und die Mitochondrien können auch mit sich vermehren. In einer Nervenzelle gibt es bis zu 4000 Mitochondrien und kommen wir jetzt wieder zu dem Hormonhaushalt. In unseren Eizellen, also in einer Eizelle, gibt es bis zu 400.000 Mitochondrien. Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist doch der Wahnsinn. Und das ist einfach ein Bereich. Kannst du bitte? Das ist ein Bereich, der für uns als Frauen und für die Fruchtbarkeit natürlich total wichtig ist. Kommen wir einmal ein bisschen weiter von den Hormonen grundsätzlich weg und kommen zu dem Bereich, den viele wahrscheinlich auch sehr interessant finden, und das sind die Ursachen für Hormonstörungen in unserem Körper. Damit Stoffwechselprozesse optimal und gut und funktionieren können, gibt es natürlich auch Voraussetzungen. Dass wir so viele Mitochondrien in den Zellen haben, das ist wunderbar. Die Voraussetzung aber, dass diese Mitochondrien ihre Arbeit machen können und dass die Synthetisierung vonstatten geht, da muss es so sein, dass die Zellwände unserer Zellen, die müssen durchlässig sein. Es darf kein Giftstoff rumliegen oder es dürfen keine chronischen Entzündungen da sein. Alle Hilfsstoffe müssen vorhanden sein, damit die Mitochondrien richtig arbeiten können und uns die Energie liefern können, die wir brauchen. Und diese Voraussetzungen zu erfüllen, ist das Drumherum natürlich wichtig. Ihr seht hier das Thema Dauerstress, ihr seht Vitalstoffmangel, Bewegungsmangel, Fertignahrung, Zucker, kein gesundes Mikrobiom, das heißt, der Darm ist aus der Balance, es ist eine Dysbalance da und die Schlafqualität. Ich denke, Stress, es wird ja heute viel gesagt, Stress ist schädlich, aber jeder weiß, dass Stress schädlich ist, aber wenige nehmen das wirklich ernst. Und Stress gibt es in vielen Formen. Sogar Nahrungsmittel können unserem Körper Stress machen. Oder die Umgebung. Das muss nicht unbedingt ein stressiger Job sein oder vielleicht kein gut funktionierendes Familienleben. Das können einfach Dinge sein, die bei vielen Frauen natürlich auch vorhanden ist. Zum Beispiel, dass man sehr perfektionistisch ist oder dass man immer versucht, die Dinge ganz genau zu machen. Ich weiß, wovon ich rede. Das macht auch sehr viel Stress.
Und unser Körper ist einfach nicht dafür ausgelegt, dass wir und auch vor allem die Hormone nicht, dass wir ständig im Dauerstress sind und dass wir nicht dieses Auf und Ab haben von Entspannung und Anspannung. Wir sind nicht dafür ausgelegt, dass unser Körper ständig Cortisol produziert. Das ist das Stresshormon, ne? Und um einfach da auch nochmal in den Bereich zu kommen, dass wir sagen, okay, wir brauchen einfach eine Umgebung, damit diese Ursachen, für unsere Hormonstörungen behoben werden. Da gehen wir jetzt wieder komplett zurück und erinnern uns ein bisschen ans Gesundheitskonzept. Und zwar ist es wichtig, dass wir unser Körper, damit, dass die Entgiftungsorgane, die wir haben in unserem Körper, die Niere, die Leber und der Darm, wenn diese Dinge gut funktionieren und da eine Voraussetzung gelegt ist, dann ist schon viel gewonnen. Es gibt nämlich nicht nur wasserlösliche Hormone in unserem Körper, sondern es gibt auch fettlösliche Hormone. Und die werden natürlich über die Leber abgebaut, die fettlöslichen, und die Niere schwemmt oder scheidet die wasserlöslichen aus. Und zum Beispiel das Östrogen ist auch so ein Ding, das muss wieder abgebaut werden. Wenn wir jetzt 3 Tage nicht zur Toilette gehen und oder manche gehen ja auch wirklich nur einmal die Woche und haben Stuhlgang. Das ist einfach eine totale Disharmonie in unserem Darm, weil das Östrogen, was eigentlich dann über die Leber abgebaut wird, das wird wieder in den Körper gegeben. Das heißt, wir nehmen es wieder auf und da ist ja ganz klar, dass dann das Östrogen total im Überschuss ist, weil es kann nicht normal abgebaut werden und es wird halt wieder in den Körper aufgenommen. Das ist so ein bisschen so, wie ihr nehmt den Müll aus dem Mülleimer, bringt ihn vor die Tür und der Nächste soll den zum Beispiel zur Mülltonne bringen. Und dann kommt es so weit, dass euch jemand den Müll wieder komplett in die Küche kippt. Und wenn der da lange rumliegt, dann wisst ihr ja natürlich, was damit passiert. Und genau dasselbe passiert in unserem Darm. Es fängt an zu gammeln, wir kriegen Beschwerden. Und das ist einfach ein Vorgang, der nicht normal ist. Es ist nicht normal, nur alle 3 Tage auf Toilette zu gehen. Deswegen ist das wirklich, also die Darmtätigkeit ist eins der wichtigsten Dinge, um einfach den Kreislauf, den wir in unserem Körper haben, wirklich da zu behalten. Kleinen Moment. So, machen wir weiter. Ding wollte ich noch erwähnen, und zwar ist es so, dass zum Beispiel die Stoffe in Kosmetika, die, wenn dies keine Naturkosmetik ist, und das sind oft so hormonähnliche oder beeinflussende Substanzen drin, und diese Stoffe verstopfen leider die Leber. Und ich glaube bei uns Frauen, dass ich da nochmal daran erinnern darf, dass wir besonders darauf achten, wenn wir Kosmetika kaufen, kleinen Moment, ich wechsle mal eben das Zimmer. So, entschuldigt, das Familienleben kommt einem manchmal dazwischen. Genau. So, ja, ich wollte daran erinnern, dass wir als Frauen, dass es uns nicht egal ist, was wir uns auf die Haut schmieren oder auch womit wir uns schminken, weil es gibt mittlerweile tolle Apps, mit denen man die Inhaltsstoffe einmal checken kann. Und CodeCheck zum Beispiel, da kann man richtig gut sehen, ob das jetzt für die Hormone gut ist oder nicht. Einmal kurz dazu. Genau. So, dann ist es noch so, dass wir zum Beispiel auch nochmal zu dem Thema Stress zurückgehen. Wenn wir uns jetzt vorstellen, dass wir mit unserem Auto auf der Autobahn 240 brettern,
einmal richtig schön Gas geben, dann weiß jeder, dass der Spritverbrauch natürlich wesentlich höher ist, als wenn wir in einer 30er-Zone oder in einer 50er-Zone unterwegs sind. Natürlich gibt es auch ein bisschen höhere. Man kann natürlich auch spritsparend fahren, aber generell ist es so, wenn wir richtig brettern, verbrauchen wir unheimlich viel davon. Und die Vitalstoffe, zum Beispiel gehen wir auf den zweiten Punkt hier ein. Der Vitalstoffmangel, das ist unser Sprit, der fehlt. Wenn wir Vitalstoffe nicht genügend vorhanden haben, können ganz viele Prozesse überhaupt nicht richtig funktionieren. Zum Beispiel, wenn du dir vorstellst, du regst dich eine Viertelstunde so richtig heftig auf, dann bist du oft danach mehr kaputt, als wenn du joggen warst. Und das ist etwas, Stress oder auch Aufregung ist ein unheimlicher Nährstoffräuber in unserem Körper. Und wenn wir überlegen, wenn wir dann so richtig gestresst sind, zu welchem Essen greifen wir? Gehen wir und schneiden uns einen Apfel oder schälen uns eine Möhre? Nein, wir gehen und holen uns Schokolade oder auch Gummibärchen. Und das ist dann wieder so ein kleiner Kreislauf, der natürlich, den man auch eigentlich Teufelskreis nennen kann, ne? Genau. Und wenn wir uns dann auch eventuell nicht viel bewegen, diesen Stress dann auch wieder nicht ausgleichen, weil Bewegung einfach so viele Vorgänge in unserem Körper auch wieder ankurbelt. Und wenn wir mit Fertignahrung und industriell verarbeiteter Nahrung zum größten Teil unterwegs sind, das Bewusstsein für gesunde Ernährung ist natürlich in unserer Gesellschaft immer mehr vorhanden. Und es ist auch gut, wenn man sich damit beschäftigt. Früher war es ja so, dass man sehr viel fermentiert hat. Oder man hat, das Brot wurde aus Sauerteig gemacht. Oder man hat auch Bitterkräuter gegessen. Und die Fermentation, die kommt jetzt langsam wieder. Das wird wieder in, sagt man. Und aber gleichzeitig wissen wir, dass fermentierte Sachen oder Sauerteig oder auch Bitterkräuter natürlich für die Entgiftungsorgane, das heißt für unseren Darm und für die Leber, die Bitterstoffe und die fermentierten Sachen für den Darm und für die Bakterien, die dann drin leben, für unser Mikrobiom natürlich ein unheimlich guter Nährstoff ist. Die können sich da richtig dran laben, kann man sagen. Und die können dadurch wachsen. Dazu kommt, dass wir natürlich sagen, okay, wir nehmen ja auch vielleicht mal Probiotika eine Zeit lang und machen damit eine Kur. Aber es ist auch so, dass wir, wir haben in unserem Darm, wenn ich das richtig im Kopf habe, über 400 verschiedene Bakterien. Und ich glaube, das breiteste Komplex, was man nehmen könnte an Probiotika oder auch Präbiotika, hat, glaube ich, 40. Das heißt, ihr wisst, wenn wir dann ständig nur die eine Sache nehmen, dann können diese Bakterien wachsen und sie werden stärker, aber die anderen nicht. Deswegen müssen wir immer auch mit Ernährung oder auch mit Dingen, die Futter für die Darmbakterien sind, arbeiten. Und da ist es halt immer gut, Dinge selber zu machen. Und wenn man dann fragt, woher nimmst du dir die Zeit oder wie schaffst du das? Ich schaffe das nicht. Das ist oft eine Ausrede, das weiß ich selber. Wenn man will, schafft man. Wenn man es nicht schafft, dann will man es nicht. Hatte ich schon erwähnt, schlechte Ernährung macht unserem Körper auch Stress. Und dann kommen wir nochmal zum Beispiel zu Milchprodukten. Vielleicht isst du gerne Quark, du isst gerne Joghurt, du isst gerne Käse oder auch Milch. Das ist dann ja auch so, zum Beispiel wir sollten nicht immer nur wir wissen zum Beispiel, dass Joghurt auch eigentlich gut ist für die Darmbakterien, aber wenn wir zu dem Ursprung hergehen, das heißt, wenn du Joghurt von einer Kuh aus Massentierhaltung isst oder auch Quark oder auch Milch, dann ist das leider fast immer so, dass diese Produkte, weil die Kuh in der Massentierhaltung natürlich mit Futter, mit Soja und Mais gefüttert wird, dass da zu viele Fettsäuren drin sind, die proentzündlich sind. Und da sind wir wieder bei dem ersten Teil, dass wenn unsere Hormone und all diese kleinen Zellen gut funktionieren sollen, dann dürfen keine chronischen Entzündungen vorliegen oder sollten nicht.
Und proentzündliche Fettsäuren, das sind leider nicht die guten Fettsäuren, die wir zum Beispiel in Omega-3 drin haben, sondern sie lagern das Fett ein, anstatt dass sie Fett verbrennen, was gutes Omega macht. Und es ist natürlich auch nicht so einfach in der heutigen Zeit, gute Nahrungsmittel zu finden oder ausreichend den Körper damit zu versorgen. Ich weiß, dass man das zum großen Teil machen kann, aber zum Beispiel bei Omega ist es halt einfach so, der Fisch, den wir essen, der ist teilweise auch sehr mit Mikroplastik belastet. Und somit ist es wirklich wichtig, wenn ihr Omega zu euch nehmt oder Fisch, dann wirklich schaut, wo der herkommt oder ansonsten halt supplementiert. Das heißt, Nahrungsergänzung nehmt aus einem guten Produkt mit Omega. Zucker brauche ich eigentlich nicht viel zu sagen. Zucker ist immer wieder für unseren Körper, ja, weil es einfach in dem übermäßigen, also es ist ja überall drin. In Wurst, in alles, wo du drauf guckst, ist fast Zucker drin. Deswegen ist da, braucht man gar nicht jetzt unbedingt zu Nutella oder sonst irgendwas gehen, sondern die Zuckerzufuhr ist einfach so riesig in unserem normalen Alltag, wenn wir nicht darauf achten, dass unser Körper halt damit einfach furchtbar überfordert ist. Und Zucker ist natürlich jetzt auch nicht gerade förderlich für unseren Darm. Kommen wir nochmal zur Schlafqualität. Schlafqualität ist auch ein Thema, wo ich das Gefühl habe, dass da eigentlich sehr selten oder wenig oder fast gar nicht drüber gesprochen wird. Zum Beispiel geht man auch abends ganz oft mit Handy ins Bett, man guckt vielleicht noch auf den Bildschirm, man liest vielleicht noch was und vor allem das Thema Elektrosmog, LED, das sind ja auch alles so Dinge, künstliches Licht, das sind alles Dinge, die auch unsere Hormone beeinflussen, auch wenn wir das nicht wahrhaben wollen. Eigentlich, wenn wir jetzt abends nach 10 Uhr, sollten wir eigentlich, wenn man es streng nimmt, kein Bildschirmlicht mehr haben. Kein Fernsehen, kein Handy, weil unser Melatonin total gestört ausgeschüttet wird, wenn überhaupt. Und viele Frauen, die in Richtung Menopause gehen, haben sowieso schon Schlafstörungen. Und man sollte da wirklich gucken, dass man das drumherum um sich selber so clean, also so sauber wie möglich, was Elektrosmog oder auch was Licht angeht, halten und dass wir einfach ein bisschen besser auf unseren Körper achten und ein bisschen mehr auf ihn eingehen. Wir sind keine Männer, das darf ich jetzt hier mal so laut sagen. Wir sind Frauen, wir haben einen Zyklus und unser Zyklus ermöglicht uns es nicht, so dauerhaft aktiv zu sein, wie Männer es sind. Und Männer dürfen von ihren Frauen nicht erwarten, dass sie in jeder Zyklushälfte gleich fit sind und funktionieren. Das ist auch eine Tatsache, die heutzutage viel außer Acht gelassen wird. Es wird natürlich viel über Gleichberechtigung gesprochen und auf dieses Thema will ich gar nicht eingehen. Aber Frauen haben einen Zyklus und der Zyklus ist nicht nur einfach so. Wir sind natürlich auch dafür ausgelegt, dass wir Kinder bekommen, zur Welt bringen, schwanger werden und unser Zyklus hat einen Sinn. Und ich glaube, dass wir einfach dahin kommen müssen als Frauen, dass wir auf unseren Zyklus eingehen, dass wir ihn annehmen und dass wir ihn auch lieben lernen, dass das nicht immer nur was Negatives ist, seine Tage zu haben und oder vielleicht auch mal müde zu sein oder vielleicht nicht ganz so viel Sport zu schaffen in der zweiten Zyklushälfte, wie man es vielleicht in der ersten schafft. Das sind alles so Dinge, die wir einfach akzeptieren sollten und sie einfach auch positiv für uns annehmen, weil es was Gutes hat. Wir können Leben schaffen und das ist was ganz Besonderes. So. Wir gehen weiter. Die Beschwerden, die aus diesem Ungleichgewicht der Symptome entstehen, könnt ihr hier sehen: Wassereinlagerung, Gewichtszunahme, schlechter Schlaf, man ist vergesslich. Man hat vielleicht auch oft Kopfschmerzen, manchmal direkt vor dem Zyklus. Es ist auch so ein Ding, was sich bei mir relativ eingependelt hatte und ich gedacht habe, das ist normal, aber nein, das muss alles nicht normal sein. Jeder kennt mit Sicherheit, dass man gereizte Zeiten hat vor der Periode und dass man manchmal gar nicht weiß, wieso man jetzt gerade so reagiert hat. Aber zu diesem Thema der Symptome möchte ich euch sagen, hinterfragt die Symptome und hinterfrage deine Gewohnheiten.
den Körper ernst zu nehmen und auf ihn zu hören. Zum Beispiel, wenn du merkst, du bist nach einem bestimmten Essen total müde oder antriebslos oder du hast Blähungen, dann tu das nicht einfach weg oder denk dir, okay, Essgewohnheiten, manche haben negative Auswirkungen, aber du solltest sie nicht übergehen, sondern du solltest sie angehen. Weil diese Symptome, die sind oft diagnostische Hinweise. Das heißt, der Körper sagt dir, hey, damit kann ich jetzt gerade nicht gut umgehen. Und das ist auch ein Thema, damit habe ich mich noch nicht so auseinandergesetzt, aber es ist tatsächlich so, dass man manchmal in der ersten Zyklushälfte anders auf ein Essen reagiert als in der zweiten Zyklushälfte. Das hat auch mit dem Hormongrad zu tun, das gerade ein bisschen an der, stärker vorhanden ist. Und es gibt einen Arzt, von dem ich einen Vortrag gehört habe, der heißt Dr. Med Jens Neidert und der hat gesagt, das hat mich sehr erstaunt, aber er sagte, diagnostische Hinweise sind oft mehr wert als ein dicker Stapel an Labordiagnostik. Und ich glaube, dass wir mehr wieder von dem Funktionieren weg müssen, einfach nur funktionieren, egal wo du gerade stehst, zu dem hin, dass du dich wahrnimmst, dass du deinen Körper wahrnimmst, dass du deine Symptome spürst und sie auch hinterfragst und ihnen auf den Grund gehst. Es heißt natürlich nicht, dass du dich jetzt nur noch an deinen Symptomen orientieren sollst und dass ich dir sagen will, dass du nicht zum Arzt gehen darfst, wenn es irgendwelche Dinge gibt, die dir Sorgen machen. Das meine ich damit natürlich nicht. Aber es ist so, dass die Werte auf dem Laborzettel vielleicht zeigen, es ist alles in Ordnung und du fühlst dich aber nicht so. Dein Arzt kann nicht fühlen, wie du dich fühlst. Du bist da das Parameter, wo man sich daran orientieren sollte. So. Ja, dann kommen wir nochmal zu der Grundlage für unsere Hormone im Einklang. Die optimale Funktion der Entgiftungsorgane habe ich ja schon ein bisschen erläutert. Hier kommen wieder die Niere, die Leber und der Darm ins Spiel. Und da ist es wichtig, dass wir in erster Linie unseren Körper mit genug Flüssigkeit versorgen. Wir bestehen zu 70% aus Wasser. Und unser Körper braucht Wasser, um zu überleben. Und er braucht Wasser, um alle Stoffwechselvorgänge optimal zu bedienen. Natürlich ist die Ernährung wichtig. Sie sollte ausbalanciert und auch wertvoll sein, vollwertig. Ausreichend gesunder Schlaf ist wirklich nicht zu unterschätzen, liebe Damen. Und Bewegung. Bewegung ist ein Ausgleich, den wir jetzt in der Corona-Zeit mit Homeoffice und hast du nicht gesehen, natürlich wahrscheinlich, ich würde mal sagen, 50% weniger. Viele haben Kinder zu Hause, sind fast keine Minute alleine. Aber ich sage euch, und wenn es mit den Kindern ist, wir sollten uns die Zeit für Bewegung nehmen, weil unser Körper das einfach braucht und vor allem unser Lymphsystem. Ausreichende Versorgung mit Vitalstoffen ist in diesem Bereich eine der, fast wichtigsten Dinge, die natürlich, ich sag mal, wenn du dich jetzt ausreichend mit Vitalstoffen versorgst, aber nur schlechtes Essen zu dir nimmst, will ich jetzt mal so ausdrücken, und sonst nicht viel für dich tust, dann ist es natürlich so, dass deine Zellen wahrscheinlich diese ganzen tollen Sachen nicht aufnehmen können. Und das wäre natürlich schade, wenn du dir teure Dinge anschaffst oder vielleicht auch teures Essen im Bioladen kaufst, aber dein Darm das alles gar nicht aufnehmen kann, weil er total verdreckt ist und da überhaupt gar keine Fläche vorhanden ist, die diese Vitalstoffe aufnehmen kann, dann landet das alles wieder im Klo. Genau. Mit unseren Autos gehen wir auch zur Inspektion. Mit unserem Körper sollten wir das auch tun. Und oft gibt es einmal einen Aufschrei, wenn es um Massentierhaltung geht. Aber wo ist der Aufschrei, wenn es um artgerechte Haltung von uns Menschen geht? Wir müssen auch uns artgerecht ernähren und artgerecht bewegen und das auch ausreichend. Eine Pflege oder Unterstützung der Leber- und Darmgesundheit und auch der Niere ist durch ein halbjährliches oder auch jährliches Entgiftungsprogramm unerlässlich. Und wir sollten uns selbst so wichtig sein, dass wir schlechte Gewohnheiten und in gute umwandeln und dass wir vieles auch versuchen, von der guten Seite zu betrachten. Nicht, dass wir auf Dinge verzichten, sondern dass wir die Möglichkeit haben, unserem Körper was Besseres zu geben.
Du hast jetzt nach diesem Vortrag auf jeden Fall ein Wissen, das vielleicht nicht riesig ist, aber du weißt, wo die Grundlagen sind und du kannst dann hast dann keine Ausreden mehr und du solltest diese Möglichkeiten nutzen, um lösungsorientiert zu arbeiten. Genau, es gibt noch ein Zitat von Einstein. Die Definition von Wahnsinn ist es, immer wieder das Gleiche zu tun und ein anderes Ergebnis zu erwarten. Und ich glaube, dass das oft unser Problem ist. Wir tun immer das Gleiche, wir essen die gleichen Sachen und erwarten, dass es anders wird, weil wir vielleicht, keine Ahnung, Nahrungsergänzungsmittel nehmen oder was weiß ich. Unser Leben ist wie Fahrradfahren, sagt man auch. Um die Balance zu halten, müssen wir in Bewegung bleiben. Das ist mein Fazit zu dieser Folie. So, kommen wir zur letzten Folie. Ich hoffe, ihr könnt noch zuhören, dass es nicht zu lang war. Kommen wir zu den Vitalstoffen, die laut Allgemeinmedizinern oder auch Menschen, Heilpraktikern und Menschen, die sich damit auseinandergesetzt haben, jede Frau braucht. Ich möchte da zuerst das Vitamin C nennen. Unser Vitamin C, vor allem auch das, was wir im Coral Club haben, hat eine mega geniale Zusammensetzung. Es ist liposomal und somit natürlich unheimlich gut bioverfügbar. Und Vitamin C ist wichtig fürs Immunsystem, aber auch wichtig für unsere Hormone. Vitamin C ist entzündungshemmend und es schafft so viel Qualität in den Zellen vom Arbeiten her. Magnesium ist ein Präparat, wo ich euch sagen möchte, jede Frau sollte jeden Tag mindestens 300 bis 600 Milligramm Magnesium zu sich nehmen. Magnesium ist so wichtig für unsere Hormone. Und viele sagen, ja, wenn ich Krämpfe habe, dann merke ich, dass ich Magnesiummangel habe. Ehrlich, deine Mitochondrien, die sind schon im Dauerkrampf, wenn du deine Krämpfe in der Wade oder sonst irgendwo spürst. Deine Mitochondrien brauchen Magnesium. Deine Muskeln auch. Aber auch zum Beispiel, was ich schon gesagt habe in einer Story, ich weiß nicht, ob jemand von dir sich noch erinnern kann, ein Teil Glukose, Zucker, braucht drei Teile Magnesium, um verstoffwechselt zu werden. Und wenn wir überlegen, wie unsere Ernährung aussieht, dann sind wir alle im Mangel. Und das sagen auch viele Ärzte, dass bei fast jedem Patienten ein Magnesiummangel diagnostiziert wird. Magnesium ist auch wichtig, zum Beispiel bei Menschen mit Kopfschmerzen. Magnesium ist für Energie zuständig, für Elektronentransport. Und Frauen brauchen besonders viel Magnesium, sogar mehr als Männer. Wie gesagt, sogar bis zu 900 Milligramm pro Tag ist überhaupt gar kein Problem. Kommen wir zu dem Vitamin B. Vitamin B wird auch oft unterschätzt. Viele Menschen haben, ich habe es schulmedizinisch hinter mir, sehr lange Zeit immer wieder Eisen bekommen. Aber Vitamin B zusätzlich wurde nie verschrieben. Vitamin B wird aber gebraucht, um Eisen aufzunehmen. Ist wahnsinnig wichtig. Zum Beispiel, wenn ein Mangel an Vitamin B6 vorhanden ist, dann könnt ihr ganz verstärkt diese PMS-Symptome haben. Das heißt, diese typischen Symptome, die vor der Periode auftreten. Wenn ihr Folsäuremangel habt, B9, dann habt ihr ganz viel Müdigkeit oder auch ihr seid blass. Das B12 kann Muskelsteifheit verursachen, worunter auch viele Frauen leiden, die in der Menopause sind. Antriebslosigkeit, Vergesslichkeit. Also unser Vitamin B-Komplex ist auch etwas, was ich täglich zuführe. Und es ist nicht zu unterschätzen. Unser Vitamin D, seht ihr, dick unterlegt, ist ein Vitamin, was natürlich schon mehr an Wichtigkeit gewinnt, aber ich finde immer noch nicht wichtig genug ist. Ja, wir können es selber produzieren, aber hier bei uns in unseren Breitengraden in Deutschland ist es wirklich nicht einfach. Man sagt von A bis A, das heißt April bis August. Und dann muss die Sonne hoch genug stehen und am besten, es darf gar kein Sonnenschutzmittel vorhanden sein. Und ihr müsst natürlich nackte Haut haben, um das bilden zu können. Aber wenn ihr überlegt, wie viele Sonnenstunden wir hier in Deutschland haben, dann ist es auf jeden Fall für jeden logisch,
dass da, das kann zwar gespeichert werden über den Winter, aber die Produktion kommt da gar nicht nach. Vitamin D, 80 bis 90%, ich würde fast sagen 99% der Deutschen haben einen sehr starken Vitamin-D-Mangel. Und viele, die einen guten Vitamin-D-Mangel haben, haben ihn nur, weil sie schon längere Zeit Vitamin D zuführen. Und Vitamin D wird dem eigentlich gar nicht gerecht, weil es ist eigentlich gar nicht wirklich ein Vitamin, sondern es ist ein Hormon. Genau, und somit natürlich unheimlich wichtig für unsere Hormonproduktion. Kommen wir noch zum Zink. Unser Zink, wenn wir da einen Mangel haben, kann das tatsächlich zur Unfruchtbarkeit führen für alle Frauen, die gerne schwanger werden wollen. Zink ist wichtig für die Hormonbildung und für das Gleichgewicht. Und das Zink wird auch gerne das Frauenmineral genannt. Und vor allem ist es wichtig in den Wechseljahren. Zink, in Deutschland ist die Regel so 15 Milligramm pro Tag. Wenn ihr jetzt 30 täglich nehmt, dann ist das gar kein Problem. Das wären bei uns ganz kleine, zwei kleine Tabletten am Tag, nicht wirklich schwer. Omega-360 habe ich schon ein paar Mal angesprochen. Das sind mehrfach ungesättigte Fettsäuren und die kann unser Körper nicht selber herstellen. Also muss es zugeführt werden. Und Omega-360 ist unheimlich oft oder sehr viel beteiligt auch an der Produktion von Hormonen und gleichzeitig wirkt es antientzündlich. Kommen wir zu Jod. Meine neueste Erkenntnis bei Jod bei diesem Kongress war, dass Jod maßgeblich für die Brustgesundheit zuständig ist. Jod ist sogar wichtiger für die Brust als für die Schilddrüse. Ich weiß nicht, wer von euch das vielleicht gewusst hat. Mich hat es total geflasht, weil Brustkrebs und Knoten in der Brust sind ja jetzt nicht gerade Dinge, die sehr selten vorkommen auf dieser Welt. Und ich habe nicht gewusst, dass Jod so wichtig für unsere Brustgesundheit ist. Und das möchte ich euch weitergeben und gebe es an die anderen Frauen weiter. Weil es ist leider auch fast immer ein Mangel an Jod vorhanden. Und wenn ihr jetzt Speisesalz mit Jod kauft, dann kann ich euch sagen, euer Körper kann mit diesem Jod gar nichts anfangen, was in dem Speisesalz ist. Es sollte wirklich ein unbehandeltes, nicht gereinigtes Salz sein. Und trotzdem solltet ihr am besten in Form von Algenjod zuführen. Und da kann man auch nicht so schnell überdosieren. Eisen, das ist der letzte Punkt. Eisen ist für Sauerstofftransport und für Sauerstoffspeicherung in unserem Körper wichtig. Und Sauerstoff, überall wo Sauerstoff ist, ist Leben. Und überall wo Sauerstoff ist, können Dinge, pathogene Keime, die ohne Sauerstoff überleben, nicht leben. Und ich finde, das ist schon eines der wichtigsten Dinge. Dazu gibt es uns natürlich auch Energie. Und es ist wichtig für die Mitochondrien, vor allem das Eisen, weil es für die Synthese verantwortlich bzw. mithilft. Und Eisen ist unheimlich wichtig, um Schilddrüsenhormone zu bilden. Und Schilddrüse und ein hormonelles Ungleichgewicht geht sehr oft Hand in Hand. Genau. Ich glaube, das waren jetzt wahnsinnig viele Infos in, was haben wir jetzt, 40 Minuten. Das war nicht, doch nicht so lange, wie ich gedacht habe, aber ich habe sehr viel geredet. Ich weiß nicht, ob ihr mitgeschrieben habt oder ob euch die Dinge vielleicht schon bekannt waren. Jedenfalls bin ich hiermit am Ende von meiner Präsentation und möchte euch gerne natürlich zum Abschluss auch nochmal darauf hinweisen, dass die Grundlage für das Wohlbefinden oder für die Hormonausgeglichenheit, wenn ihr das noch, will ich nochmal erwähnen, Niere, Leber und Darm. Wenn ihr da ein Gesundheitskonzept, ein Grundkonzept an die Hand bekommen wollt, dann kommt morgen um die gleiche Uhrzeit wieder ins Webinar. Da werdet ihr die Grundlagen nochmal genauer aufgeschlüsselt bekommen. Zum anderen natürlich auch das eines der wichtigsten Themen, das Wasser. Da möchte ich euch darauf nochmal hinweisen. Und vor allem könnt ihr euch jetzt, wenn ihr vielleicht das schon gut unterwegs seid, ihr habt vielleicht auch schon Reinigungen gemacht, ihr habt das Konzept schon gemacht, ihr möchtet Dinge vielleicht von diesen Vitalstoffen euch besorgen, dann kennt ihr die Adresse ja schon, wenn ihr die Konzepte schon durchgearbeitet habt. Und wenn ihr hier neu seid und ihr möchtet,
möchtet gerne in diese Eigenverantwortung einsteigen, ihr möchtet euch gerne in diesem Bereich unterstützen, euren Körper unterstützen, eure Entgiftungsorgane unterstützen, dass die Hormone wieder in die Balance kommen, dann dürft ihr euch gerne an die Leute wenden, die euch eingeladen haben. Und die können euch weiterhelfen. Die können euch auf die Seite von Coral Club bringen. Die können euch einen Link geben. Und da könnt ihr dann auf jeden Fall Dinge bestellen. Es gibt auch viele Gruppen bei Telegram, die wir ausgearbeitet haben, wo die Grundlagen nochmal sehr viel genauer aufgeschlüsselt sind und wo ihr viele Infos kriegen könnt. So, jetzt möchte ich euch gerne wieder sehen und würde mich freuen, wenn ihr eure Mikros anmacht und vielleicht noch ein bisschen mit mir redet. Es ist komisch zu reden, wenn man niemanden sieht. Hallo Maggie. Kannst du nochmal Mitochondrien sagen? Mitochondrien? Habe ich das falsch gesagt? Nein, das ist ein Zungenbrecher. Ja, Mitochondrien. Ja, genau. Gibt es für jemanden, war irgendwas unschlüssig? Gibt es irgendwelche Fragen? Hat jemand die vielleicht auch Ergänzungen? Ich bin offen. Wo finde ich Jod drin? Jod ist bei uns im Kelp vorhanden. Ja. Coral Kelp, das ist eine Alge. Ja. Ihr könnt natürlich auch mit Algen in eurem Essen arbeiten, da spricht auch nichts dagegen. Ah, hallo. Hallo. bei Jod finde ich es halt auch nochmal wichtig, da bin ich nicht drauf eingegangen, dass Selen auf jeden Fall nicht fehlen sollte, wenn ihr Jod zu euch nehmt, weil unsere Böden einfach sehr selenarm sind und ihr Selen aus der Nahrung nicht mehr so zuführen könnt, wie es notwendig ist. Wir Männer sind hier in Unterzahl. Da sehe ich noch den Berthold. Ja. Aber genau. War spannend, oder? Über die Frau was zu lernen. Wie von außen funktioniert und auch von innen. Ich möchte hier mal einmal bitten, gib mal entweder einen virtuellen oder einen echten Applaus. Lena, das war sagenhaft. Dankeschön. Danke.